Es gibt einen neuen Dark Adder Glitch in Cold War. Bei dem Glitch bekommt ihr wie schon gesagt die Dark Adder Tarnung und dazu aber noch fast alle Zombies Visitenkarten und maximale Kristalle im Zombie-Modus. Ich habe den Glitch gestern Abend schon auf meinen TikTok-Account hochgeladen, wo über Nacht jetzt knapp 150.000 Aufrufe gemacht hat und da haben viele einiges nicht verstanden, da ich ja nur eine Minute Zeit hatte, um das zu erklären. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt nochmal ein ausführlicheres YouTube-Video zu, wo ich alles nochmal ganz langsam und Schritt für Schritt erkläre. Lasst dafür auf jeden Fall gerne ein Like da und für alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, unterstützt mich gerne mit einem kostenlosen Abo auf diesem Kanal, um auch die zukünftigen Videos rund um COD nicht mehr zu verpassen. Der Glitch an sich ist eigentlich recht easy zu machen, aber ihr braucht dafür auf jeden Fall eine PS4 und einen zweiten Controller. Aufmerksam gemacht auf den ganzen Glitch hat mich ein Zuschauer, also falls du es siehst, Digi, danke nochmal dafür. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gerade aufnehme, ist es 17 Uhr am 3.3.2021 und ich habe vor 15 Minuten circa noch gelesen, dass der Glitch auf jeden Fall noch funktioniert. Deswegen bin ich gerade dabei und versuche das Video so schnell wie möglich rauszubringen, damit ihr alle noch was von dem Glitch habt. Naja, ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet und ich würde sagen, jetzt erkläre ich euch ganz langsam Schritt für Schritt den Glitch. Also, wie eben schon erwähnt, braucht ihr für den Glitch eine PS4 und einen zweiten Controller. Ihr braucht für den zweiten Account kein PS Plus, denn ihr könnt auf euren Hauptaccount ganz einfach PS Plus für alle Mitglieder auf der PlayStation 4 aktivieren. Dazu müsst ihr bei eurer PS4 einfach nur in die Einstellungen und dann auf Kontoverwaltung und dann auf primäre PS4 aktivieren. Und wenn ihr das gemacht habt, kann jeder Account, der auf eurer PlayStation registriert ist, PS Plus nutzen. Und wenn wir dann in Cold War drin sind, ist es ganz wichtig, dass ihr mit eurem zweiten Account euch als erstes anmeldet und damit euren Main-Account, also da, wo ihr die Tarnung haben wollt, nachjoint. So, dass quasi euer Main-Account der Spieler 2 ist. Danach können wir einfach mit unserem zweiten Account, also der Account, der hostet, eine private Zombies-Runde starten. Die Map dabei ist egal, ob ihr jetzt Firebase C oder die Maschine nehmt, ist völlig egal. Wenn das Spiel geladen hat und ihr dann in-game seid, wählt ihr einfach eine Klasse. Die Klasse hat dabei überhaupt nichts zu sagen. Wenn ihr dann im Spiel seid, drückt ihr einfach Pause und das mit beiden Accounts. Im Pause-Menü öffnen wir das Sozialmenü und suchen dort unter Freunden nach unserem Namen. Mit welchem Account ihr das macht, ist egal. Also ihr sucht aber immer nach dem Account, auf den ihr das auch gerade macht. Also wenn oben der Spieler jetzt Spieler A heißt, sucht ihr oben nach Spieler A. Und wenn unten der Spieler Spieler B heißt, sucht ihr unten zum Beispiel nach Spieler B. Mit welchem Account ihr das macht, ist völlig egal, denn es bleibt immer der Main-Account im Spiel. Wenn ihr dann euren Namen gefunden habt, wählt ihr einfach den Namen aus und klickt auf Party verlassen. Wenn ihr das dann gemacht habt, wird automatisch der zweite Spieler aus dem Spiel geworfen. Ihr könnt dann einfach wieder aus dem Menü rausgehen und lasst euch von einem Zombie töten. Wenn euch der Zombie dann getötet hat und das Spiel beendet wird und ihr wieder im Zombie-Menü seid, verbindet ihr ganz einfach wieder euren zweiten Spieler, also euren Main-Account. Und was ihr dann machen müsst, ist ganz einfach. Ihr startet wieder eine Runde Zombies. Ganz wichtig, auf derselben Map wie davor, also wenn ihr davor Firebase C gespielt habt, startet ihr wieder auf Firebase C. Das Spiel wird dann starten und es wird auch laden, aber ihr werdet ein Blackscreen mit einer Fehlermeldung bekommen. Da dann kein Grund zur Panik, das gehört alles zum Glitch und ist völlig richtig so. Die Fehlermeldung könnt ihr dann ganz einfach wegdrücken und dann nehmt ihr euren anderen Controller, also den Controller für euren Main-Account, also Spieler 2. Dort könnt ihr ganz einfach in den Klasseneditor gehen und irgendeine x-beliebige Waffe auswählen. Wenn ihr dann auf die Zombies-Tarnung geht und dort Dark Adder frei habt, hat der Glitch funktioniert. Ihr könnt dann noch gleich in die Fähigkeiten gucken und ihr werdet sehen, dass ihr auch alle Kristalle habt, also maximale Kristalle habt, die ihr haben könnt. Und ihr könnt auch gleich auf die Visitenkarten gucken und geht auf den Reiter Zombies und werdet sehen, ihr werdet auch so gut wie alle Zombies-Visitenkarten frei haben. Jetzt seid ihr aber noch nicht ganz fertig, denn ihr müsst das Ganze, ich sage mal, noch speichern. Und dazu müsst ihr jetzt mit der Party ins Hauptmenü von Black Ops Cold War zurück. Also dahin, wo ihr Kampagne, Multiplayer, Zombies und Liga von Cold War auswählen könnt. Wenn ihr dann im Hauptmenü seid, loggt ihr euch einfach mit eurem zweiten Account aus, also mit Spieler 1. Nicht mit eurem Main-Account. Danach geht ihr mit eurem Main-Account nochmal solo in eine Runde Zombies. Dort könnt ihr euch dann einfach sofort töten lassen, das ist völlig egal. Der Schritt ist aber ganz wichtig, damit alles, ich sag mal, gespeichert wird. Wenn ihr dann fertig mit der Runde Zombies seid und das Spiel beendet ist, sollten eure Klassen mit der Dark Adder-Tarnung und die Visitenkarten und die Kristalle alle gespeichert sein. Wenn der Glitch bei euch funktioniert hat, lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, unterstützt den Kanal gerne mit einem kostenlosen Abo und macht auch die Glocke an, damit ihr die zukünftigen Videos nicht mehr verpasst. In den Kommentaren kann ich auch gerne noch Fragen zu dem Glitch beantworten. Und nochmal ein dickes Shoutout an SSPascha für das Video-Material. Und dann bedanke ich mich fürs Zuende schauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und bis zum nächsten Video. Haut da rein!